Branchentreff im alten Rathaussaal. Dank Oberbürgermeister Christian Ude fand auch in diesem Jahr der Münchner Schauspielerempfang statt. Ein Wiedersehen mit alten Bekannten und Freunden ließen sich die geladenen Gäste aus Film, Fernsehen und Theater natürlich nicht nehmen. Kaum den Mantel abgegeben, wurden sie schon von einer urigen Kapelle begrüßt. Schauspielerin Judith Hillbrand griff sofort selber zur Trompete und spielte mit. Entertainerin Gloria Gray konnte letztes Jahr aufgrund eines Engagements die Party leider nicht besuchen. Sie freute sich aber diesmal riesig dabei sein zu können. Ich freue mich sehr. Ich war ja schon ein paar Mal hier, bin seit Jahren eingeladen. Nur leider, oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, hatte ich die letzten Jahre über genau an diesem Abend ein Engagement. Und wenn ein Künstler schon ein Engagement hat, dann muss er das wahrnehmen. Und man muss schließlich heu machen, wenn die Sonne scheint. Und heute Abend kein Engagement, dafür so ein schöner Event. Auch Oberbürgermeister Christian Ude ist nicht branchenfremd. Sein schauspielerisches Talent bewies er schon in zahlreichen Produktionen vor der Kamera. Und auch als Polizist ist er unschlagbar. Einmal habe ich aber sogar einen korrupten Polizisten spielen dürfen, der ein bisschen vertrottelt war. Und was mich sehr erschüttert ist, dass viele mir sagen, den Bürgermeister nimmt dir niemand ab, aber den vertrottelten Polizisten, den hast du wirklich toll verkörpert. Unter prunkvollen Kronleuchtern plauschten und tauschten sich die Schauspieler über die Filmwelt aus. Die Band rundete den Abend mit bayerischen Salzer-Rhythmen ab. In so einer gemütlichen Stimmung kamen die Gäste von unserer schönen Landeshauptstadt ins Schwärmen. München, die schönste Stadt der Welt. Der Charme, die Geselligkeit, Aufgeschlossenheit, Schönheit. Und München hat noch ein bisschen was Gemütliches, was ein Schönes, gerade für einen Bayern. Hoffen wir mal, dass der traditionelle Empfang noch viele Jahre weiter bestehen bleibt, damit unsere verdienten Schauspieler auch weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Freundschaften zu pflegen.